Wie war deine Jugendzeit als Spieler beim 1. FC Stambach? Also ich hatte eine sehr schöne Jugend. In einem kleinen Dorf bin ich aufgewachsen, Stambach. War dann direkt nach der Schule immer auf dem Bolzplatz mit den Kids dort gespielt und habe dann beim 1. FC Stambach angefangen, wo mein Vater auch Trainer war. Deswegen würde ich sagen, dass es eine sehr schöne Zeit war. Wie kam der Wechsel in die Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg zustande? Es war so, dass ich dann zur deutsch-tschechischen Fußballschule gewechselt bin, nach meiner Zeit beim 1. FC Stambach. Das ist ein Verein, der gegen Bundesligisten spielt oder auch Auslandsreisen viele gemacht hat und wir dann einige Male gegen Nürnberg gespielt haben. Und so kam das dann zustande, dass ich öfter Testspiele gegen Nürnberg gehabt hatte und dann bin ich anscheinend aufgefallen und bin dann ziemlich früh zum 1. FC Nürnberg gewechselt. Lieber eine perfekte Grätsche setzen oder einen tollen Pass spielen? Also ich würde sagen, wenn der Pass dann zum Torerfolg führt, dann ist es der Pass. Aber es geht natürlich auch nicht um eine Grätsche, wenn man daheim ist und die Fans dann das auch ja, mit Applaus und mit Applaus ja, unterlegen. Wie schwer war es, dich nach dem Mittelfußbruch im September zurück ins Team zu kämpfen? Es war natürlich eine sehr lange Leidenszeit für mich, ganz klar, aber die Jungs haben es mir dann auch wieder leicht gemacht, mich dort wieder zu integrieren und dann auf dem Platz, da geht dann eigentlich alles wieder automatisch und natürlich braucht man eine gewisse Zeit, um wieder auf Substanz zu kommen, um die Fitness zu bekommen, aber ich bin so wie es gelaufen ist schon ziemlich glücklich und bin auch froh, dass ich keine Probleme mehr mit Mittelfuß habe. Woher kommt deine gute Kondition, beziehungsweise wie gut siehst du dich hier? Ja, ich denke schon, dass man gerade auf meiner Position schon viel laufen muss. Das ist dann auch erstmal ein Stück weit Veranlagung, aber ich spiele natürlich schon jahrelang auch auf dieser Position. Deswegen denke ich, dass ich mir das auch über die Jahre immer mehr angeeignet habe. Und ja, wenn man da nie locker lässt und in der Vorbereitung auch immer viel Gas gibt und die Läufe durchzieht, dann ja, kann man die, denke ich, ganz gut aufbauen. Wie empfindest du das Medienaufkommen rund um den FCM als Traditionsverein? Wie war es bei den anderen Vereinen? Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte das noch nicht so, dass man das Gefühl, jeder Tag ein Artikel von der Mannschaft in der Zeitung steht oder dass man ständig im Fokus ist, oft nach Interviews oder Autogrammen oder sonstigen Wünschen eben, dass da nachgefragt wird. Also das Interesse ist riesig. Das ist auf jeden Fall was Positives, weil man sieht einfach, wie sehr es die Menschen begeistert hier, der Fußball in Magdeburg. Deswegen ja, kann ich da nur Gutes sagen. Bayerische Hausmannskost oder beim Italiener essen gehen? Ja, ich denke, es gibt nichts über ein schönes Essen bei der Oma zu Hause oder bei Mama zu Hause. Da fühle ich mich schon am wohlsten. Mit Jan Kirchhoff hast du seit Januar einen erfahrenen Mitspieler an deiner Seite. Wie beschreibst du ihn? Er hat natürlich sehr viel Erfahrung. Er hat schon lange auf hohem Niveau gespielt, hat das über Jahre bewiesen, was er kann. Ist ein Ruhepol auf dem Platz, gibt sehr wichtige Kommandos für die Mittelfeldspieler allgemein. Schaut immer, dass wir kompakt sind und ist natürlich ganz klar eine zentrale Figur. Gegen Paderborn hast du deinen ersten Treffer für Blau-Weiß markiert. Was ist das für ein Gefühl, vor heimischer Kulisse zu treffen? Ich hätte es mir natürlich nicht besser ausmalen können, auch noch in einem Heimspiel zu treffen. Mein erster Treffer, das ja auch noch nicht ganz unwichtig war, das 1-0, war natürlich unglaublich, wie die Fans dann reagiert haben. Das ganze Stadion dann mal kurz Kopf stand wegen deinem Treffer, das ist ein ja, unbeschreibliches Gefühl. Und wenn ich jetzt noch dran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut und können gerne mehr werden. Bist du ein Fan von amerikanischen Sportarten und wenn ja, welchen? Ich schaue ganz gern die NFL an. Da habe ich mich auch mit den Jungs jetzt, wo die Saison noch lief, ganz gern mal getroffen, haben wir Football angeschaut. Das ist so die einzige Sportart, wo ich sonst noch aus Amerika
wirklich verfolge. Urlaub lieber am Meer oder in Oberfranken? Ich denke schon, dass es das Meer ist, dass wenn wirklich mal, wenn wir frei haben, dass ich auch mal komplett woanders hinfliege, den Kopf komplett ja, mal ausschalten kann, runterfahren kann. Und da ist dann schon lieber so, dass ich an den Strand, ans Meer fliege. Wie gut habt ihr als Mannschaft eure Sprachkenntnisse in Englisch aufgefrischt, um mit unserem georgischen Torwart Gheorghe Loria zu kommunizieren? Ja, das ist ganz witzig, weil es passiert viel mit Hand und Fuß. Man versteht aber sofort eigentlich, was gemeint ist. Und ja, die Englischkenntnisse, die sind durchweg, würde ich jetzt behaupten, vorhanden bei den Jungs. Deswegen ja, kommen wir da ganz gut mit ihm klar. Wie intensiv verfolgst du andere Ligen und Wettbewerbe neben der zweiten Liga? Ja, natürlich die erste Fußball-Bundesliga ist ganz klar, dass man das, wenn es geht, immer anschaut. Die dritte Liga verfolge ich natürlich auch noch, weil jetzt bei meiner alten Mannschaft, beim VfR Aalen, die jetzt da hinten drin stecken, da schaut man natürlich die Ergebnisse und die Highlights immer von den Spielen an. Allgemein die dritte Liga und sonst noch gern die englische oder spanische Liga. Einfach guter Fußball, das schaue ich mir ganz gerne an. Welches Fach war dein Lieblingsfach in der Schule und welches hast du gehasst und warum? Das Lieblingsfach, das ist ziemlich einfach, das war Sport. Da war es immer am liebsten hinzugehen. Und das Fach, das ich am meisten gehasst hatte, das war definitiv Mathe oder Physik oder Chemie, also alles Naturwissenschaftliche. Da bin ich leider nicht so auf der, also das war nicht so meine Sache. Welche Ziele wirst du nach deiner sportlichen Karriere verfolgen oder arbeitest du bereits jetzt an deiner beruflichen Zukunft? Also was ich genau machen will, da bin ich ehrlich, habe ich mir noch kaum oder gar keine Gedanken gemacht. Ich genieße es im Moment in der zweiten Liga zu spielen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich ein Fernstudium mache, kein volles Studium, sondern es geht 1,5 Jahre. Es ist Sportbetriebswirt, eine Mischung aus Sportmanagement und ja, also Sportmanagement ist das so, die Richtung geht das. Und ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich noch lange auf dem Niveau, wo ich jetzt bin, spielen kann. Hast du einen Lieblingsplatz in Magdeburg? Ich mag es ganz gern am Ulrichplatz, Vapiano, Alex, mich draußen hinzusetzen, aber auch einfach durch einen Park zu schlendern. Ja, das finde ich auch ganz gut. Abschluss. Warum schaffen wir den Klassenerhalt? Weil wir alle zusammen, die ganze Stadt, alle Menschen hier und die Mannschaft als eine Einheit immer auftreten und wir das auch bis zum letzten Spieltag, bis wir den Klassenerhalt erschafft haben, da so weitermachen werden. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir alle zusammen den Klassenerhalt schaffen werden.